Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video von mir. Ich habe gerade eine Posing-Session hinter mir, darum gibt es jetzt ein fettes Pre-Workout. Ich brauche es, um eine gute Session zu haben. Es gibt 150 Gramm Chicken, 100 Gramm Reis, 60 Gramm Mozzarella. Mein Standard-Pre-Workout. Nachher geht es ins Gym. Mein Bruder Matteo kommt auch mit. Dann gibt es eine Pull-Session. Dumbbell Bentover stehen auf dem Programm. Ich nehme euch mit. Let's go. Zuerst wird jetzt aber gegessen. Und nach diesem kleinen Edit sind wir im Voice-Over-Teil des Videos. Ich werde jetzt ein wenig meinen Senf zum Training geben, was ich so gemacht habe und wo ich so allgemein stehe. Es kommen momentan nicht ganz so viele Videos. Ich muss auch ehrlich sagen, das Video habe ich schon von vor einiger Zeit abgedreht. Der Grund ist ganz einfach, ich mache momentan noch Zivildienst und habe darum mit Coaching 100% arbeiten und Instagram und so weiter schon genug zu tun. Da passt YouTube momentan einfach schlecht hinein und ich möchte einfach YouTube machen, wenn es mir Spaß macht. Und ja, so auf Zeitdruck macht es mir ehrlich gesagt wenig Spaß. Darum jetzt das nächste Video. Ich habe das Training hier mit Single Arm Unilateralem Latzug begonnen. Eine extrem geile Übung, der ich definitiv viel Gains im Lat seit 2019 zu verdanken habe. Also wenn ihr vor allem am Anfang des Trainings nach einer geilen Lat-Übung sucht, das ist euer Pick. Ich finde sie am Anfang des Trainings extrem geil, weil wir da in der verkürzten Position den Lat unglaublich gut trainieren können. Es ist sehr schwer in der verkürzten Position und am Anfang des Trainings sind wir in dieser Position sehr stark. Darum nutzt das aus und macht eine Übung wie unilateraler Latzug am Anfang des Trainings. Also wirklich sehr geiler Starter. Für eine Pull-Session kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier vielleicht kurz die Cues, die ich benutze, um hier effektiv den Lat zu treffen. Einfach Wirbelsäule neutral, Bauch-Abs contracten, Schulter in neutraler Position, nicht retracten. Und wenn ihr den Ellenbogen Richtung Hüfte führt, die Schultern nach unten drücken in die Depression. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht an eurem Lat vorbeiziehen können. Eine extrem, extrem geile Übung. 100% ein Versuch wert. Ja, das war jetzt der Back-Offset, glaube ich. Und dann geht es direkt weiter mit der zweiten Übung. Ein weiteres Nugget, wie ich so gerne sage. Eine nicht so populäre Übung, ist momentan aber sehr am Kommen, sehr im Trend. Und ich bin diesem Trend auch verfallen. Dumbbell Bentover Row. Extrem, extrem geile Übung. Ich habe jetzt mit Barbell Bentover Row begonnen, dann Pendlay Rows gemacht und bin jetzt bei der Dumbbell Bentover gelandet. Und ich muss sagen, das ist meine präferierte Bentover-Variante. Ich treffe hier den Rücken extrem gut, brutales Feeling. Der Vorteil hier, es erlaubt ein wenig mehr Knieflexion. Ihr seht hier, ich ziehe meine Ellenbogen sehr weit nach hinten und retrahiere meine Schultern nicht so stark. Das macht die ganze Übung
sehr LUT fokussiert. Wirklich sehr geil. Jetzt kommen wir da in den Back-Off-Set. Ich habe im Top-Set, glaube ich, 50 Kilo benutzt und im Back-Off sind es jetzt 42,5. Im Top-Set habe ich 10 gemacht und jetzt sind es dann, glaube ich, 12. Ihr seht hier noch ein wenig kontrollierter. Ich würde allgemein empfehlen, eine Bent-Over-Variante in euer Pull-Training zu implementieren. Man sieht einfach einen Unterschied in einer Physik, die Bent-Overs oder starker Hip-Hinge plus Bent-Over macht. Also ich würde es wirklich empfehlen, eine Bent-Over ins Training zu implementieren, sei es mit Langhantel oder Kurzhantel. Ich mache es momentan mit Kurzhantel und mir gefällt es extrem, extrem gut. Probiert es aus, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Übung. Hier der letzte Grinder und dann sind diese zwei Sätze wieder vorbei, wie ich eigentlich meistens verfahre, Top- und Back-Off-Set. Dann die nächste Übung, unilateraler Latzug, mit hier mit einem Prime Bar und den D-Handles, muss nicht unbedingt sein, ist ein wenig fancy, aber mir gefällt es eigentlich sehr gut. Hier habe ich zwei Sätze gemacht, einer High Rep, einer eher Low Rep. Der High Rep zwischen 12 und 15, Low Rep 8 bis 10. Hier eigentlich das genau gleiche wie beim unilateralen Latzug. Abs kontrahieren und wichtig, ihr könnt nach hinten lehnen, aber macht das nicht, indem ihr eure Wirbelsäule archt, sondern macht das, indem ihr eure Hüfte öffnet und euch so nach hinten lehnt, währenddem ihr eure Abs kontrahiert. Das wird einfach ein anderes Feeling in eure Lats geben. Das sicher auch mal ausprobieren, hier am Ende nicht mehr volle Range of Motion mitnehmen können, aber trotzdem noch gute Connection auf den Lats. Genau, dann die nächste Übung, Upper Back Rows. Ich habe die ganze Offseason lang in 10 Tagen jeweils nur einen Satz Upper Back trainiert, direkt mit einer Upper Back Row. Upper Back war eine der Muskelgruppen, die ich 2019 als Stärke eingestuft habe und habe sie dementsprechend auch sehr wenig direkt trainiert. Seit ja, in meiner letzten Offseason nur in 10 Tagen einen direkten Satz, was schon sehr wenig ist. Typisch aber für AJ Morris, sehr tiefes Volumen, dort ein Rest-Pause-Rest-Pause-Set. Jetzt in der Diät das Volumen leicht erhöht, um da auch kein Tissue zu verlieren. Der Bewegungsablauf hier eigentlich ganz simpel: Schultern von der Protraktion in die Retraktion bringen, Ellbogen so führen, wie es eigentlich gut passt. Dann die nächste Übung. Hier bin ich ehrlich gesagt mit meiner Ausführung noch gar nicht zufrieden. Ist eine neue Übung für mich, die Rear Delt Row. Ich werde im nächsten Video, was ich schon abgedreht habe heute, ein wenig den Tag von mir abgefilmt. Also seid gespannt und abonniert den Channel, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Gab Bela einen kleinen Insight, wie Rear Delt Pulldowns funktionieren. Hier mache ich die Rear Delt Row, auch eine extrem geile Übung. Auch eher unbekannt. Viele machen einfach Rear Pec Deck für ihre hintere Schulter, aber Rear Delt Row auch extrem unterbewertete Übung. Auf was ihr hier achten müsst: Oberkörper vor die Hüfte, Schultern in die Protraktion und dann Ellenbogen stark nach außen ziehen. Dann werdet ihr eure Rear Delts brutal spüren. Das ganze Training wurde dann anschließend noch abgerundet mit ein wenig Arms. Hier sitzend Hammer Curls. Hier drei Sätze, im letzten Satz sogar noch einen Drop Set. Bizeps konnte ich auch gute Gains machen in der letzten Offseason. Ich denke, das Rezept für Bizeps ist eigentlich ganz simpel. Und zwar ballert ihn hart, ballert ihn viel und ballert ihn oft und macht das Ganze akkurat. Also ich sehe viele Leute zu viel Gewicht bewegen, speziell bei den Hammer Curls. Schaut wirklich, dass ihr gute Contractions habt, dass ihr Übungen sucht, wo ihr euer Bizeps gut spürt, die ganze Range of Motion euren Bizeps verkürzen könnt und dann wird euer Bizeps wachsen. Er hat keine andere Option und das gilt eigentlich für die meisten Muskelgruppen. Ja, hier drei Sätze mit einem Drop Set. Mein kleiner Bruder ist hier auch gut am Hammer Curls ballern. Eine extrem geile Übung, Hammer Curls im Sitzen. Versucht es auch mal im Sitzen. Ich finde es im Sitzen fast noch geiler als im Stehen, weil im Stehen einfach das Potenzial zum Momentum mitnehmen viel zu groß ist und im Sitzen ist das ein wenig
weniger und da könnt ihr einfach besser aus den Bizeps arbeiten. Und da sind wir schon bei der letzten Übung des Tages, Bizeps Overhead Curl. Hier gibt es wenig zu sagen, einfach Bizeps verkürzen, so stark kontrahieren wie ihr könnt, nicht zu viel Gewicht benutzen. Und ich stabilisiere hier mit meinem anderen Arm, um einfach ja, besseres Feeling zu haben. Simple Übung, das war schon mit dem Pull-Training. Pull 2 für mich ist eine geile Session. Kurz, ihr seht, alle Übungen, alle Muskelgruppen von A bis Z mit ihren Funktionen abgedeckt, mit 1 bis 3 Sätzen to Failure gebracht. Und das war's dann schon. Wenn man akkurat trainiert und hart trainiert, braucht es weniger als man denkt. Das ist es gewesen mit dem Voiceover. Und jetzt zum Outro. Durch mit der Session. Es war eine richtig, richtig gute Pull-Einheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei mir gibt es jetzt das Post-Workout-Meal circa 30, 40 Minuten nach dem Training. Wie immer, danke vielmals fürs Einschalten. Abonniert den Channel, lasst mich wissen, was ich verbessern kann und was ich als nächstes bringen will. Momentan kommen nicht ganz so viele Videos, das hat einen einfachen Grund, und zwar ich arbeite 100% und ich möchte wirklich nur Videos machen, wenn ich Spaß daran habe und auch Zeit. Bis zum nächsten Mal, danke vielmals.